Wenn du neugierig bist und auch Abenteuer liebst, dann komm, reise mit uns zu fernen Ländern. Wenn du neugierig bist und von Islam erfahren willst, verpasse nicht die Geschichten unserer Helden. Von den großen weisen Helden und den tapferen Gerichten, von den Edlen und den Sanften wollen wir lernen. Sie sorgten nicht um ihr Leben, waren aller ganz ergeben, taten, was die Propheten uns lehrten. Wenn du neugierig bist und auch Abenteuer liebst, dann komm, reise mit uns zu fernen Ländern. Wenn du neugierig bist und vom Islam erfahren willst, verpasse nicht die Geschichten unserer Helden. Was machen diese Kinder hier? Kommt, wir fragen nach. Assalamu alaikum. Was macht ihr hier? Wir warten auf Hasur. Hasur kommt gleich. Hasur kommt gleich. Dann singen wir Tarane. Habt ihr euch vorbereitet? Ja. Ja, natürlich. Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Ja. Weißt du, wie unser Hasur heißt? Hasur. Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Yadullah Talab al-Nasr al-Aziz. Wusstest du schon, dass unser Hasur unser Khalif ist? Er ist unser fünfter Khalif. Weißt du auch, was für Aufgaben er hat? Wir Ahmadi-Muslime haben Glück, ein System des Khalifats zu haben. Assalamu alaikum, liebe Kinder. Es ist schön, dass ihr mal wieder da seid. Komm, wir reden über den Khalifen. Ihr habt gesehen, unser Hasur war letztens wieder da. Wir haben großes Glück, dass er uns immer wieder besucht. Wenn in Deutschland eine neue Moschee eröffnet wird oder wenn Jilsa ist, kommt Hasur nach Deutschland. Ja, wir Ahmadis haben einen Khalifen, was die anderen nicht haben. Das ist doch ein Unterschied zwischen uns und den anderen Muslimen, weil wir einen Khalifa haben und die nicht. Warum haben wir eigentlich einen Khalifen? Was macht ein Khalif, Nomari? Welche Aufgaben ein Khalif hat, gucken wir uns jetzt an. Das Wort Khalif ist eigentlich ein Titel für eine Person. Wer ist ein Khalif? Ein Khalif ist ein Nachfolger. Unser geliebter Hasur, möge Allah sein Helfer sein, ist ein Khalif, also Nachfolger. Er ist der Nachfolger vom verheißenen Messias a.s., genauer gesagt der fünfte Nachfolger. Welche Aufgaben hat denn ein Khalif? Unser Khalif übernimmt als Nachfolger die Aufgaben des verheißenen Messias a.s., zum Beispiel die Führung der Gemeinde. Er erinnert seine Gemeinde immer an das Wort Gottes, damit sie am richtigen Glauben festhalten. Er fordert uns auf, dass wir unsere Mitmenschen gut behandeln. Er verbreitet Allahs Botschaft. Das macht er zum Beispiel durch Reden, Briefe, Bücher. Er betet für seine Gemeinde und darüber hinaus für den Weltfrieden.
Er nutzt jede Gelegenheit, alle Menschen an ihre Pflichten zu erinnern, vor allem gute Taten zu vollbringen. Er lehrt seiner Gemeinde nicht nur die Lehren des Korans, sondern ist ein Vorbild für sie. Wenn ein Khalif es für wichtig hält, führt er neue Projekte ein, damit die Gemeinde Fortschritte machen kann. Es ist unser fester Glaube, dass Gott ihn unterstützt und leitet. Ein Khalif hat eine sehr starke und innige Bindung zu Gott. Die Bindung ist so stark, dass die anderen Menschen sie sehen und spüren können. Da wir Ahmadis einen Khalifen haben, haben wir die Möglichkeit, ihn durch Mulagat zu treffen. Ja, wir sollten eine Beziehung zu dem Khalifen aufbauen. Das geht ja auch durch Briefe. Stimmt, so kann jedes Kind sogar eine ganz persönliche Beziehung mit dem Khalifen aufbauen. Numarik, wie schreibt man einen Brief an Hasud? Also als ich meinen ersten Brief an Hasud schreiben wollte, wusste ich noch gar nicht, was ich schreiben sollte. Aber nach ein paar Malen Schreiben habe ich ein Gefühl dafür gekriegt. Nun weiß ich, wie ich einen Brief an Hasud schreiben soll. Könntest du uns helfen? Wir wollen auch lernen und einen Brief an Hasud schreiben. Ja, gerne. Wenn man einen Brief an Hasud schreibt, fängt man an mit Bismillahirrahmanirrahim oder auf Deutsch im Namen Allahs des Gnädigen des Barmherzigen. Danach schreibt ihr das Datum. Links schreibt ihr dann euren Namen und ganz wichtig auch die Adresse. Darunter schreibt ihr dann Hasurs Namen und seine Adresse. Die lauten Hazrat Khalifatul Masih, möge Allah sein Helfer sein. Das könnt ihr mit ABA abkürzen. Hasurs Adresse lautet 16 Gresson Hall Road, London, SW18 5QL, United Kingdom. Falls ihr den Brief faxen wollt, ist die Faxnummer 0044 2088 705 234. Jetzt fangt ihr mit dem Brief an. Assalamu alaikum, unser geliebter Khalif oder mein geliebter Hasur. Möge Allah Ihnen ein langes und gesundes Leben gewähren und Sie bei all Ihren Taten unterstützen. Ihr solltet auch am besten eine kleine Dua für Hasur schreiben. Jetzt schreibt ihr euren Namen, den Namen eures Vaters, eure Stadt, eure Halka. Falls ihr eine spezielle Aufgabe in der Jamaat habt oder ein Waqf seid, schreibt ihr das auch dazu. Jetzt fangt ihr mit eurer Bitte an Hasur an. Ich habe geschrieben, lieber Hasur, ich bitte Sie für mich und meine Familie zu beten und dafür, dass ich in der Schule stets gute Noten schreibe. Abschließend schreibt ihr noch Wassalam und euren Namen. Falls ihr noch nicht eure Adresse und euren Namen geschrieben habt, schreibt ihr sie am Ende nochmal hin. Ihr dürft nicht vergessen, eure Adresse zu schreiben, sonst kann Hasur euch nicht auf euren Brief antworten. Dann schreibt ihr auf eurem Briefumschlag wieder Hasurs Adresse und auf die Rückseite nochmal eure Adresse. Dann könnt ihr schon den Brief einpacken und eure Eltern fragen, ob sie den Brief verschicken können. Inzwischen habe ich auch schon eine Antwort bekommen. Hasur schreibt, lieber Namarik, ich habe deinen Brief erhalten, in dem du für Dua gebeten hast. Möge Allah dich in allen Lebensbereichen mit Erfolg segnen und dich zu einem vorbildlichen Tiffel machen. Möge er es dir ermöglichen, dein Wissen zu erweitern und somit die Menschen zum wahren Islam zu rufen. Möge Allah stets dein Helfer und Beschützer sein. Amin. Wassalam. Haksar. Seit ich denken kann, kenne ich diesen Hasur. Aber meine Mama sagt, er ist der fünfte Khalif. Wer war denn vor ihm der Khalif? Das war Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Möge Allah ihm gnädig sein. Er war bis April 2003 der vierte Khalif. Und davor, also der dritte Khalif, war Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Möge Allah ihm gnädig sein. Der zweite Khalif war Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, radiallahu anhu. Der erste Khalif war Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib,
radiallahu anhu. Ich gehe jetzt zu den Kindern und frage sie, was sie über den Husul wissen. Was weißt du denn über den Husul? Am 22.04.2003 wurde Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, zum fünften Kalif gewählt. Und مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا. Was weißt du denn über den Hazur? Hazur, möge Allah sein Helfer sein, würde am 15.09.1950 in Rawa, Pakistan geboren. Was weißt du über den Hazur? Ich weiß, dass Hazur, möge Allah sein Helfer sein, als Kind oft Fußball, Cricket und Badminton gespielt hat. Er wurde sehr oft von seiner Mannschaft als Kapitän gewählt, da er gut darin war, Streitereien zu schlichten. Auch heute noch macht Hazur, möge Allah sein Helfer sein, viel Sport. Hazur, möge Allah sein Helfer sein. Er mag die Pferde sehr. Er kann auch reiten. یہ ملت کی تنظیم کی جان. 1977 beschloss Hazur, die Jamaat zu dienen. Der damalige Khalif schickte ihn nach Ghana. خلافت سے وابستہ ہم جماعت کا قائم ہے سے بھرم جماعت کا قائم ہے اسے بھرم. 1958 kehrte Hazur zurück nach Pakistan, um dort der Jamaat zu dienen. یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے نہ ہوگا کبھی اپنا اخلاص. Was weißt du über den Hazur? In seiner ersten Ansprache als Khalif bat er der Gemeinde um viele Gebete. احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں, دعاؤں پہ زور دیں, دعاؤں پہ زور دیں, بہت دعائیں کریں, بہت دعائیں کریں, بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا کہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے. آمین. Durch die Wakfino Classes könnt ihr mehr über Hazur erfahren. Von den Klassen könnt ihr nicht nur von Hazur was erfahren, sondern auch über unsere Religion was lernen und andere Sachen. Ich finde es interessant, dass die Kinder immer wieder die Möglichkeit haben, Hazur, möge Allah sein Helfer sein, Fragen zu stellen. Ihr könnt auch auf YouTube die Sendungen sehen. Komm, wir schauen uns ein paar Ausschnitte an. Assalamu alaikum, pyare Hazur. Aap mulak se mulak jaate hain. Kya aapke paas ek chutti wala din nahi hota? Tumhe sawal kisi ne likhe diye hain ya khud hi banaye hain? Khud hi banaye hain. Chutti wala din mulak se mulak jaate hain to un mulkon mein chutti wala din ya ghar mein rehte hue chutti wala din? Kab chutti? چھٹی کوئی نہیں ہوتی. سات دن ہفتے کے جو ہوتے ہیں نا, وہی کام ہے, وہی چھٹی ہے. حضور آپ کی فیورٹ کنٹری کون سی ہے؟ یو کے میں مجھے اسکاٹ لینڈ کا علاقہ اچھا لگتا ہے. تو مختلف خوبصورتیاں ہر جگہ کی اپنی اپنی. حضور جو اطفال بچتنوں کو کون سے سپورٹس لازمی لرن کرنا چاہیے؟ کیا اطفال بچوں کون سی سپورٹس لازمی لرن کرنی چاہیے بچوں کو؟ جی اطفال کو جس میں تمہیں دلچسپی ہے کرو, لیکن اگر اچھی بات یہ ہے کہ تم سوئمنگ سیکھو. سوئمنگ تم ساروں کو آنی چاہیے. رائڈنگ آنی چاہیے, رائڈنگ کے لیے اسلام آباد میں گھوڑے ہیں, جا کے سیکھا کرو. حضور آپ کے پاس کوئی واقعہ ہے گھوڑوں کے بارے میں؟ اپنا واقعہ؟ جی ہمارے یہاں ہوتے تھے پاکستان ربا میں زمین پہ گھوڑے, تو ایک دفعہ گرنے کا واقعہ سنا دیتا ہوں اپنے گھوڑے سے گرنے کا. ایک دفعہ میں اس کو رائڈنگ کر رہا تھا, اس زمانے میں آج سے کچھ
40 سال پہلے کوئی سمجھو ہاں تقریباً 40 سال پہلے کی بات یہ وہاں ریت سارا علاقہ تھا سینڈی تھا سارا علاقہ تو اس میں دوڑا رہا تھا تیز گھوڑا اتنے میں اس کی گھوڑے کی جو ہوتی ہے نا کستے ہیں جسے اس کی سیٹل کو پیٹی وہ ڈھیلی ہو گئی یا کھل گئی اور اس ایک طرف جھک گیا میں اور جھکنے سے ایک طرف سے میرا پاؤں نکل گیا ایک پاؤں میرا اس کے اندر رہا رکاب کے اور ایک نکل گیا زمین پہ گرا میں گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا نیچے لگا میں جا کے پھر اچھلا پھر نیچے لگا پھر اچھلا دو تین پٹخنیاں دیں گھوڑے نے اس کے بعد میرا پیر شکر ہے نکل گیا نہیں تو شاید پنجر پنجر ہو جاتا سب کچھ اور زمین بھی نرم تھی خیر پھر گھوڑے نے چکر کاٹا آگے جا کے رک گیا پھر واپس آ گیا پھر میں اس کو تھپکی شپکی دی اس کی سیٹل کسی اچھی طرح دوبارہ بیٹھا واپس آ گیا میرا سوال ہے کہ ایک گرین میں لیٹر کتنا آتا ہے کیا لیٹر کس میں لیٹر کوئی بھی وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حضور آپ کی خدمت میں لوگ خط لکھتے ہیں ایک دن میں کتنی تعداد ہوتی ہے کتنی تعداد ہوتی ہیں بعض دفعہ 1500 سے 2000 بھی ہو جاتے ہیں All den Segen, den wir durch unseren Huzur, möge Allah sein Helfer sein, haben, haben die anderen Muslime nicht. Stimmt, das ist ein Riesenglück. Es ist eher ein Geschenk von Allah, das wir schätzen müssen. Wie sollen wir Allahs Geschenk schätzen? Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen alle versuchen, auf den Kalifen zu hören und seine Ratschläge zu befolgen. Hören bedeutet, alle Kutbas von Hazur zu hören. Ah, deswegen sagen meine Eltern, ich soll die Freitagsansprache hören. Ganz genau. Wir können aber auch unsere Beziehung zu dem Kalifen stärken, indem wir Briefe an ihn schreiben. Wir hoffen, ihr habt heute einiges über unseren Kalifen erfahren. Und auch darüber, was wir als Ahmadi-Muslim machen müssen. Es gibt eine Offenbarung des verheißenen Messias a.s. über unseren geliebten Hazur, möge Allah sein Helfer sein. Die heißt, Inni ma'aka ya Masrur. O Masrur, ich bin mit dir. Inni ma'aka ya Masrur. 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 Ist so schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے ہمارا خلافت پہ ایمان ہے یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے یہ ملت کی تنظیم کی جان